Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Baselmap. Ja, ich weiß nur gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich glaube, wir haben den Hof aufgeräumt und davor haben wir hier den großen Drescher gekauft und das andere Feld ein bisschen bearbeitet. Und heute kümmern wir uns natürlich um Feld Nummer 6, weil wir müssen weiter die Ernte vorantreiben. Und ich merke gerade, ich habe gar keine Musik. Aber warum ich den nicht habe, weiß ich noch nicht. Moment. So. Macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß. Achso, Motor starten. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen auch mir noch mal ein paar andere Maps angeschaut. Beziehungsweise auch mal den Seasons Mod. Wobei ich irgendwie der Auffassung bin, dass der ziemlich viel FPS frisst. Vielleicht irre ich mich. Oder aber ich habe recht. So, wir werden jetzt hier das Feld mal kurz ernten. Und ihr seid, wie auch sonst auch manchmal, in der Timelapse mit dabei. So, eigentlich hätte ich mir gedacht, ich sage was anderes, also so. Aber dieses So ist einfach drin. Wir haben jetzt knapp 12 Minuten oder 13 Minuten gebraucht für Feld Nummer 6. Das war unser größtes Feld eigentlich. Das geht mit dem Drescher ruckzuck. Bin ich a little bit begeistert. So, warte mal. Nee. Hä? Ich bin gerade ein bisschen confused. Hä? Ich weiß gerade nicht mehr, welche Taste ich nehmen muss, um zum Mähwerk zu kommen. Das war jetzt ein bisschen doof. Weil wir müssen natürlich das Mähwerk abmachen, um den Drescher zu transportieren. Oh, halt, warte. Motor aus. Dann werden wir mal den LKW hier mit dem Mähwerk schon zum nächsten Feld fahren. Damit wir da dann schon mal bereit sind für den morgigen Tag. Hab jetzt nämlich wenig Lust, in der Nacht die Felder zu dreschen. Daher werde ich jetzt kurz noch nach den Schafen schauen. Und dann mal die Nacht überspringen. Und ich hoffe, dass ich dann sogar die Erntereife 3 auf den anderen Feldern habe. Weil die hatte ich jetzt hier auf Feld Nummer 6 nicht. Gibt uns natürlich immer so ein bisschen Einbußen. Das heißt, wir können nicht so viel abernten, wie wir eigentlich könnten.
geht uns natürlich immer ein bisschen was verloren. Und das ist nicht so gut. Ich hoffe mal, dass wir in der Folge alle Felder hier abernten können. Es sollte eigentlich drin sein. Kommen wir hier überhaupt rum? Nicht ohne das Schild, glaube ich, mitzunehmen, oder? Doch, hat gereicht. Aber sehr knapp. Oh, damn it. Voll an dem Auto hängen geblieben. Das wäre eigentlich nicht mehr da. Wenn das in echt gewesen wäre. Hä? Komm doch weg hier. Ey, jetzt habe ich gleich die ganze Katastrophe hier am Laufen. Ach komm, hey. Meine Driving Skills haben nachgelassen. Sieht zumindest so aus. So, hier sind wir aber, glaube ich, schon. Feld 19. Ne, Moment. Das lassen wir jetzt einfach mal mitten auf dem Weg stehen. Wird schon keinen stören. Ne, unterm Baum sollte man vielleicht nicht auflassen. Jetzt müssen wir noch den Mähdrescher holen. Ey, was mache ich denn? Bin ich zu doof zum Fahren oder was? Ja, die Waselmap macht mir immer noch Freude. Minecraft zocke ich ja gerade auch relativ regelmäßig. Kommen ja Dienstag, Montag, Montag, Mittwoch und Freitag folgen. Minecraft City 2 mit dem Savtech Ages Modpack vom Curse Launcher, Twitch. Oh. Uiuiui. Das war knapp. Nein, falsch. Muss ja erstmal das hier abhängen. Und dann können wir den Drescher aufladen. Das Licht ist auch noch an.
Ist ja, mit der Motorfunktion hängt ganz viel anderes Zeug noch dran. Das Licht. Wenn du nämlich den Motor auf automatisch an-aus hast, geht's Licht auch aus. So, Drescher noch wegbringen und dann haben wir es schon erledigt. Dann können wir endlich bei den Schafen vorbeischauen. Ich muss auch sogar dazu sagen, dass im Moment das Let's Play von der Wasl-Map eigentlich das ist, was auf meinem YouTube-Kanal am besten läuft. Das freut mich natürlich, dass es bei euch so gut ankommt. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ist nämlich überbreite. Nicht, dass wir wieder an den Autos hängen bleiben. Diesmal haben wir es gut gelöst. Ich sollte den schon ein bisschen auf den Seitenstreifen stellen. Achso, nein, ich wollte ja was anderes machen. Aus. Ich wollte zu den Schafen. Weil hier müssen wir mal wieder ein bisschen sauber machen. Und wir haben hier noch nichts verkauft, haben aber in der Folge schon über 5000. Euro verdient. Alles nur mit den Gebäuden, die wir haben. Na? Ist auch sehr gut. Entschuldigung, aber es passiert halt manchmal. So, nach der Wolle wollte ich noch gucken. Ist noch nichts. Nur nichts bereit zum Abholen. Hä? Hä? Hä, Alter, wo kommen die Bäume her? Warum sind da wieder Bäume? Da auch? Ey, nee, oder? Also ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht, aber... Was machen die Bäume da? Ich habe die Map geupdatet. Ich vermute mal, durch das Update sind die Bäume wieder platziert worden. Aber das ist ja mal doof. Der muss doch trotzdem wissen, dass da eigentlich keine Bäume mehr stehen. Ja. Dann muss ich irgendwann wieder mit dem, Ah, hallo?
Das wäre ja krass gewesen, wenn wir einen ganzen Wald abgeholzt hätten. Und er jetzt plötzlich wieder da gewesen wäre. So, ja, dann müssen wir jetzt auch noch... Warte mal, lass mich mal gerade gucken. Dolly. Aber wir haben keinen Anhänger. Wo wollte ich denn damit hin? Ah, zum anderen Feld. Das passt eigentlich. Dann können wir den jetzt nehmen. Ist ja cool. Aber auch eigentlich nicht so. Weil die Bäume waren alle weg. Jetzt müssen wir die wieder abholzen. Kriegen wir zwar noch ein bisschen Geld dafür, wenn wir das gleich in die Hackschnitzel reinhauen. Aber eigentlich bringt so ein bisschen das Konzept von der Folge durcheinander. Kann man nichts machen. Dann geht's in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter mit der Sojaernte. Bis dahin sollten die Felder auch Erntereife 3 haben. Hat was Gutes und was Schlechtes. Können wir jetzt nicht mehr ändern. Und was ich noch gesehen habe, Moment, ich gehe mal gerade hier. Wenn ihr ganz rechts unten mal schaut, da ist noch eine Riesenwiese unter Nordzucker. Die ist mir bisher eigentlich gar nicht so aufgefallen. Komisch, ne? Achso, hier haben wir jetzt natürlich schlechte Karten. Hat sowieso gerade überlegt, ob ich das einfach den Kreisel... Oh, nicht dahin. Ah, hier hatten wir doch noch die Säge. Die Baumsäge. Hm. Da wollte ich das jetzt hinstellen. Kommen wir da durch? Eigentlich nicht. Aber wir machen uns Platz. Aber da komme ich nicht durch. Verdammt ich! Wie komme ich jetzt zu meinem, zu meiner Häckselmaschine? Falsche Seite. Okay. Dann fahren wir halt einfach mal drüber. Hm. Sieht cool aus in dem Grün. Passt genau zusammen. Rohr noch aufklappen. Ich wusste doch, irgendwas fehlt noch. So, und jetzt gucken wir mal, ob das geht. Ui, das war auch knapp. Was mache ich denn heute? Oh, ich dachte, ich kann das... Stützfüße. Steuerung links ist hier abladen.
Warum lädt er jetzt nach hinten ab? Was soll denn das? Aha. Warum lädt er nach hinten ab? Der ist doch völlig bescheuert. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Oh Gott, wie viel ist denn das? Alter. Es wird so eine Arbeit und ich wollte es einfach machen. Müssen wir gleich den kleinen Lader nehmen und da alles reinkippen. Nein. Hallo. Warum nimmt er das jetzt nicht? Nimm doch den Baum, verdammt. Kriege ich ja fast einen Vogel. Wo komme ich jetzt dran? Oh, ich mache hier so ein Chaos. Alles nur wegen drei Bäumen. Aber warum lädt er nach hinten ab? Muss man nicht verstehen, oder? Wenn der jetzt nach vorne ablädt, dann kriege ich aber einen richtigen Vogel. Ja. So plant man eine Folge. Sehr gut, gell? Und immer anders, als wie man denkt. Aber den Baum hier haben sie entfernt. Hier war nämlich eigentlich auch noch ein Baum. Der hat aber den Sprungpunkt zu den Schafen immer behindert. Und deshalb haben sie den wahrscheinlich weggemacht. Ups. Kleine Einlage. Na, warum macht er das jetzt hier hin? Ah. Was soll denn das? Lädt er einfach ab, wo er will. Machst du schon genug Scheiße? Naja. So, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir werden das Häckselgut irgendwann anders in die Hackschnitzelanlage reinpacken. Dazu habe ich jetzt im Moment keine Motivation mehr. Aha, ein bisschen Feld kaputt gemacht. Das machen wir wann anders.
Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und wir sehen uns auf jeden Fall, hoffe ich, in der nächsten Folge wieder beim Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Wasl-Map. Bis dahin, ciao!